Was ist eigentlich gerade los mit OpenAI und warum nennen sie ihr neuestes Modell GPT-4o Mini? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI kann ich, in der ich in weniger als 5 Minuten die aktuellen Themen zu künstlicher Intelligenz erkläre und in Nähe bringe. Momentan ist OpenAI mal wieder in aller Munde, aber nicht nur positiv, weil was vor ein paar Wochen noch großspurig angekündigt wurde, also die Revolution schlechthin. Wir erinnern uns in dem Moment an die Demonstration, die so ein bisschen nach Scarlett Johansson klang. Nun, das Ganze hat nicht so geklappt mit diesem O wie Omni-Modell. Und momentan scheint es eher so ein bisschen als das ChatGPTs neuestes Modell, nämlich GPT-4o Mini, alle so ein bisschen erzürnt. Woran liegt das grundsätzlich? Nun, bis vor kurzem konnten die meisten von uns, auch in der kostenlosen Version, GPT-4o nutzen. Es hat mehrere Vorteile gehabt. Wir konnten ins Internet gehen, wir konnten Bilder generieren und vermutlich hat das auch dazu geführt, dass ganz viele unter uns die Abos gekündigt haben. Dann ist natürlich gerade bei einer Firma wie OpenAI Geld nicht ganz unwichtig, auch wenn Sam Altman immer wieder sagt, von wegen, er weiß gar nicht, ob OpenAI jemals profitabel wird. Wie dem auch sei, man hat so ein bisschen jetzt zurückgekrebst und hat das neueste Modell, nämlich GPT-4o, unterteilt in ein Mini-Modell. Damit wird GPT-3.5 übrigens endgültig abgelöst und wird nicht mehr verfügbar sein. Und GPT-4 ist auch bereits als Legacy markiert. Legacy bedeutet in dem Moment, dass es bald nicht mehr verfügbar sein wird. Das heißt ganz konkret, wenn du ein kostenloses ChatGPT hast, dann nutzt du GPT-4o Mini. Wenn du ein kostenpflichtiges Abo hast, sprich das Plus-Abo, das Team-Abo oder ein Enterprise-Abo, dann hast du entsprechend das GPT-4o. Das hat nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile, weil, wie gesagt, jetzt nicht mehr alle Funktionen plötzlich möglich sind. Und selbst in der Plus-Version hast du das Problem, dass in dem Moment, wenn du dann beispielsweise mehr als 80 Requests, 80 Nachrichten alle 3 bis 4 Stunden abschickst, dass du dann auch eingeschränkt wirst, sprich plötzlich kannst du es nicht mehr nutzen. Bei der kostenlosen Version ist es sogar noch weniger und du wirst bald merken, dass wenn du entsprechend auf ChatGPT unterwegs bist, dass ganz, ganz bald das Problem aufkommt, dass du nicht mehr mit ChatGPT arbeiten kannst, weil eben die Nutzung eingeschränkt ist. Wir werden sehen, ob sich das grundsätzlich durchsetzt und ob OpenAI nicht irgendwo da vielleicht sich selbst ins eigene Bein geschossen, respektive ins eigene Fleisch geschnitten hat. Mein Name ist Roger Basirocca. Schön warst du wieder dabei bei KI kann ich. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns in der Zukunft.